Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Die Sims 4 mit unserer süßen Melody, unserer wunderschönen Sophia und einer sehr, sehr, sehr kaputten Teekanne oder Teemaschine. Ja, in der letzten Folge, da haben wir mit der Melody ein paar ernste Gespräche mit Sophia und Axel geführt und haben dadurch uns theoretisch beschlossen, dass der liebe Axel... Wieso hast du romantische Gefühle für Sebastian? Hallo? Sophia, was hast du gemacht, währenddessen ich mal weg war? Was machst du? Aber dein Mann ist dir treu, oder? Dein Mann ist dir treu, aber du bist nicht treu. Oh mein Gott. Aber bei dir stimmt noch alles. Angela liebst du ganz schön. Okay, okay, sonst passt das. Oh mein Gott. Sophia, du bist auch nicht treu. Ich merke schon, ich merke deinen Charakter langsam. So, du musst gleich zur Arbeit, dann ist das perfekt. Dann kann, wenn ihr dann wieder nach Hause kommt, ist dann auf jeden Fall Tim da, weil ich rufe ihn nämlich jetzt an und lade ihn ein, dass er... Und Sophia labert mich weiter an, obwohl ich am Telefonieren bin. Er wird gleich da sein, perfekt. Unser Kaktusfrust wächst langsam. Klasseninterview. Max ist der Klassenbeste und soll heute von der ganzen Klasse interviewt werden. Von der ganzen Klasse. Gutes Deutsch. Er ist ziemlich aufgeregt und ein Kind fragt, warum schreibst du immer nur Einsen? Soll er sich eine kluge Antwort ausdenken oder einfach ehrlich sein, wie die Lehrerin es ihm gesagt hat? Das ist einfach witzig, oder? Einfach witzig. Max versucht witzig zu antworten, dass vor der Eins die Nullen kommen oder etwas in der Art. Alle Kinder schweigen und er entscheidet sich auch still zu bleiben. Eine Frage beantwortet, jetzt bleiben noch 22 übrig. Das wird der längste Unterricht seines Lebens. Oh oh. Sag ihm doch mal Hallo. Sag ihm doch... Quatschen wir erstmal noch ein bisschen mit ihm? Musst du nicht zur Arbeit? Nee, noch nicht. Aber gleich. Warum übst du das eigentlich immer? Ich muss sie dir, glaube ich, mal wegnehmen. Ist überhaupt hier die Tür wieder aufgeschlossen? Die ist aufgeschlossen. Auch aufgeschlossen, auch aufgeschlossen. Die ist theoretisch abgeschlossen. Jetzt geht's zur Arbeit. Johnny Vobe, huh? Was für ein stilles Gespräch. Er hat gerade echt gar nichts. Seine Lippen hatten sich bewegt, aber es kam kein Ton heraus. So, hey, und ich habe halt hier mit meinen Leuten geredet. Und du kannst hier eigentlich für so ein paar Tage halt bleiben. Und darfst gerne hier ein... Ziehen. Hallo, ich rede mit dir. Ja. Und, also... Das war der lustigste Witz über Enten. Also, falls du magst, kannst du hier gerne einziehen. Wäre halt eine Sache. Ich biet's dir nur an. Zusammenziehen. Klicke auf OK, um Haushalt aufteilen und verschmelzen. Zuzugreifen und festzulegen, welche Sims in welchem Haus halt leben. Ja, ja, ja. Dann wohnt er halt für ein paar Tage hier, bis wir ihn so ein bisschen aufgepäppelt haben. Derzeit nicht in Welt. Ah, also er wohnt nicht in dieser Welt. Er wohnt in einer anderen. Der
halt nicht in Welt, in Windenburg. Also er wohnt nicht in dieser Welt. Okay. Aber er wohnt mit den beiden, mit Jenny Schäfer und Luisa Schäfer zusammen. Okay, ich habe gedacht, du bist obdachlos. Aber auch okay. Auch in Ordnung. Du kannst ja trotzdem hier wohnen. Du musst ja nicht mit deinen Schwestern oder sowas zusammen wohnen. Wir wissen nichts davon. Also für uns ist er obdachlos. Genauso wie seine beiden Schwestern auch. So, die sind alle obdachlos. Nein, sie sind nicht von dieser Welt. Das war gerade echt ein Bug. Oh, der liebt sie wirklich vollkommen. Und er liebt auch nur sie. Oh, ist das süß. Er möchte ein Angelass werden. Oi, cool. Fitness voll. Was war das für ein Geräusch? Also dafür, dass du ein Angelass werden möchtest, hast du gar keine Angelfähigkeit. Warum hast du Grundschulhausaufgaben noch? Du bist doch ein junger Erwachsener, oder nicht? Ja, Düsterspinner. Dir geht's gut, bist in keiner Gruppe und hast auch keinen Job, ne? Okay. Dann lassen wir uns doch einfach hier ein bisschen gut gehen, oder nicht? Wenn wir hier gerade schon eingezogen sind... Kannst du kochen? Naja, nicht wirklich. Aber du bist ein Fitness-Freak. Was machst du jetzt? Ach, du tanzt. Ja, wir lassen uns hier richtig gut gehen. Dann machen wir die Mucke noch hoch. Dö. Warum backen wir nicht einfach ein paar Zuckerkekse? Ich glaube, wir haben noch kaum was im Kühlschrank. Noch zwei Portionen Pfannkuchen. Soll Max den Klassenkameraden Patrick zu sich einladen? Ja klar, warum nicht? Grauenhafter Schultag, langes Interview. Kannst du nicht mit ihm ein bisschen über diese Freunde fürs Leben werden? Ja! Ja! Wir wollen Freunde fürs Leben werden! Ja! Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Aber das möchte ich jetzt sehen. No. Oh, es ist süß. Jetzt noch mit drei anderen Kindern anfreunden. Das ist so süß. Was stand da anbrüllen? Nee, Fantasiespiel. Also müssen wir uns noch mit drei weiteren anfreunden. Aber wir kennen den auch noch nicht mehr. Ah, dann sind sie einfach nur beste Freunde. Okay, so ist es gemeint. Du hast leckere Zuckerkekse gemacht. Das ist super. Das sieht so dreckig hier aus, oder? Der Farbton ist ganz anders. Aber das ist alles sauber. Könnt ihr mir einfach mal eine unglaubliche Geschichte erzählen? So. Und du holst dir gleich ein paar Zuckerkekse. Darfst du die denn essen? Hat die Mami das erlaubt, dass du Zuckerkekse essen darfst? Okay, jetzt ist Nachmittag. Patrick, wolltest du nicht reinkommen? Man kann sagen, komm doch rein. Was? Glücklich werden, weil fröhlich ist. Schaffen wir schon. Um Tipps bitten. Obwohl, über Eltern beschweren? Nein. Platoonie, Substitute.
Oh, das ist so süß, oder? Das ist so süß, die beiden. Ja, ich habe ja leider noch nicht eure Kommentare gelesen, beziehungsweise es waren noch keine Kommentare da bezüglich dieses jungen Herren, der hier einzieht. Aber gut, ich habe mir einfach gedacht, ich finde das nicht so schlecht. Yay! Musst du nicht. Ah, nee, du bist... Yay, mein süßer Mann ist wieder da. Und er braucht theoretisch Spaß. Trainier einfach ein bisschen. Du kannst Training gebrauchen. Dich ein bisschen fit machen und Charisma-Fähigkeit brauchst du noch. Du möchtest Angler auswerben. 5 Fische fangen, an 3 verschiedenen Orten angeln. Ja, dann lass uns doch, warte. Du willst gerne angeln lernen. Wir haben doch hier in der Nähe einen Teich. Und dann füge ich dich mal zur Runde hinzu. Und dann gehen wir hier. Und wo kann man hier doch bestimmt angeln? Da hinten kann man angeln. Aber geht das nicht auch hier vorne irgendwo? Ich will nicht so weit laufen müssen. Geht das hier nicht? Nee. Da geht's auch nicht. Und hier geht's auch nirgendwo. Also müssen... Lass uns doch zusammen angeln gehen. Ach, wie süß wir sind, was wir hier alles machen für unseren... Für unseren Bewohner momentan hier, der mit hier wohnt. Au, da komme ich wieder und schon fliegt er auf die Fresse. Wo bist denn du? Und er versteckt sich gerade vor allen. Oh. Sonst red doch einfach mit ihm. Das ist doch dein bester Freund. Mit dem kannst du doch über... Mit Noten prahlen. Nein, sowas macht man nicht. Unsicherheit mitteilen, über Spielzeug reden. Hä, wollt ihr jetzt nicht angeln gehen? Yay, neue Fitnessfähigkeitsstufe. Na, ich hab dich so ein bisschen rundlicher gemacht. Das kann natürlich auch sein. Ich hab doch gesagt, du sollst aufhören. Dann spiel doch ein bisschen so. Wir gehen dann mal angeln. Kannst du dich eigentlich auch um deinen Garten kümmern, oder? Wir lassen uns um unseren Garten kümmern. So. Was machen denn hier die beiden Jungs? Was hast du denn vor? Du möchtest tanzen? Kann ich ihn nicht einladen, mitzutanzen? Oh, wie süß! Wie der tanzt! Oh, es ist süß. Du guckst so ein bisschen seltsam. Gehen wir mal schauen, was unsere beiden Angler hier machen. Ah, da müssten ja theoretisch auch deine Merkmale dementsprechend sein, oder nicht? Düster. Ah, du hast das mit... Dorna. Jetzt geht der auch schon wieder. Schade, ich wollte eigentlich noch weiter mit ihm tanzen. Was quatscht nicht diese... Das ist so süß, wenn er so tanzt. Ah, Dag Dag. Ich rede nicht mit Fremden. Oh, yes. Stimmt, der hat ja wieder was mitgehen lassen, ne? So ein Stuhl. Oh. 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 Ach so, freigeschaltet. Oh, wie cool.
Ah. Und den haben wir noch, wie wert ist denn der? Ja, weg damit. Hier, ich schenke dir den Stuhl noch, Melodie. Das passt auch ganz rein mit dem Weiß, obwohl das Pink ja besser wäre. Ja, dann kriegst du halt den. Und die verkaufen wir jetzt auch mal alle. Oder? Nein, ich behalte sie. Ich behalte sie. Dass die beiden hier mal angeln, hätte ich echt nicht gedacht. Ausgerechnet, dass sie mal angeln geht. Da hinten sind Fische. 910, yay! Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Melody. Sie sollte woanders angeln, bis ihr Fähigkeitenlevel hoch genug ist oder es mit einem wertvolleren Köder probieren. Zu clevere Fischchen. Die sehen aber nicht clever aus. Dann geht doch einfach mal beide nach Hause. Du kannst dich da auch mit hinsetzen. Ach, falsch. Ich glaube, die sind fertig. Oh, jetzt sind die kleine Familie. Wie süß. Die kleine, süße Familie. Oh, das dauert aber noch mit deiner Fähigkeit. Spiel doch einfach mit, mein Süßer. Mit zwei Erwachsenen an, Freunden. Ich bin nur mit Melody befreundet. Was muss ich wahrscheinlich jetzt tun? Oh, das ist ja doof. Was machst denn du da? Komisch, komisch. Komischer jemand, den wir hier haben. Wir können uns eigentlich auch mal freundlich vorstellen, wenn wir hier schon in einem Haus zusammen wohnen. Du kannst dich eigentlich auch mal freundlich vorstellen. Du klingst wie so ein Mädchen. Was ist nur mit dir verkehrt? Hä? Bieten mir mal ein paar Karriere-Tipps an. Schmeicheln ihn so ein bisschen. Fragen ihn dann auch nach der Karriere. Behaupten, kriminelle Superhelden zu sein. Mit ihm reden wir über ein Lieblingstier und Bimbi, Lisa, Benuba. Reden über meine Schule. Wuxa Thorf? Snoop. Jenna Ixa? Ja, der ist arbeitslos. Froba choosen. Sollten wir ihm theoretisch dann erst recht Tipps geben. Damit er halt Arbeit findet. Über Büroaffären tratschen. Das ist doch gar keiner. Aber Sophia wirkt jetzt momentan auch so, ich will gar nichts mit denen zu tun haben, denn ich habe Scheiß angestellt. Ich habe mich ein wenig in Sebastian Schwarz verliebt, was ich nicht nachvollziehen kann. Und haben wir den nicht mit in der Musikantengruppe gehabt? Muss ich bei Melody gucken.
Nee, der war nicht mit dabei. Können wir da sonst noch jemanden aus... Nein. Wo ist denn jetzt mein kleiner Freund hin? Kleiner Mann? Ach gut, du gehst schon ins Bett. Ich wollte dich gerade schon ins Bett schicken. Beschwer dich doch hier nicht über das Essen. Was ist das denn? Ja, und dann würde ich auch mal sagen, ich mache hier an dieser Stelle einen Cut. Ja, nun ist der liebe Tim hier eingezogen. Ja, groß und wird eingezogen. Ich hoffe mal, er benimmt sich einigermaßen und stellt nicht allzu viel Scheiß an. Aber wir haben hier noch eine Menge Zeit und wir können noch eine Menge mit ihm anstellen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaut auf jeden Fall nochmal vorbei. Falls ihr hier komplett neu seid, lasst doch gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge morgen auch schon wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag. Ciao, ciao.